Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 3 Hausbau Video. Ich habe hier heute einen Gast bei mir auf meinem Kanal und zwar Hasi. Sag hallo. Hallo. Und ich habe dieses Haus gebaut, während ich mit einigen meiner Freunde am Skypen war. Und Hasi war dabei, aber zum Beispiel Becky war auch dabei. Becky kennt ihr. Und Alec war dabei, kennt ihr auch. Jedenfalls, wenn ihr die Schottland-Vlogs gesehen habt. Jonas war dabei, den kennt ihr nicht. Und ja, Hasi hat mir am meisten hierbei Anleitung gegeben, wie dieses Café bzw. diese Bäckerei, die wir hier bauen, am besten auszusehen hat. Und von daher habe ich gefragt, möchtest du beim Voice-Over dazu dabei sein? Und ja, deshalb ist Hasi hier. Das Grundstück hier heißt das Friends Café, eben einmal, weil ich es mit meinen Freunden zusammengebaut habe, aber auch, weil wir eine kleine Sofaecke hier haben, die so ein bisschen angelehnt war an Central Perk aus der Serie Friends und außerdem, weil Hasi auf der Couch gerne mit Monika sitzen würde in dem Café, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du richtig verstanden? Und es ist gut, dass wir das so früh geklärt haben. Ist übrigens, jetzt wo du es erwähnst, gar nicht aufgefallen, dass diese Doppeldeutigkeit von wegen Friends mit Freunden gebaut und für Freunde ist mir gar nicht aufgefallen, aber ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Ne, finde ich auch. Und ja, wir sind hier wieder auf den Amimi-Inseln, die ich ja vor einiger Zeit für euch gebaut habe. Oder nicht nur für euch, auch ein bisschen für mich, aber auch für euch. Und wir sind hier auf Grundstück 43 auf der Steffi-Insel und bauen hier eine kleine Bäckerei, die halt auch so einen kleinen Kaffeebereich hat. Und wir sind hier auf der Steffi-Insel und apropos Steffi wollte ich euch noch was erzählen. Und zwar Steffi vom YouTube-Kanal Miss Vanilla hat auch schon ein Grundstück gebaut für diese Insel. Und vielleicht ist dazu auch schon der erste Teil vom Hausbauvideo draußen, wenn dieses Video rauskommt. Wenn das so ist, verlinke ich euch das auf jeden Fall in der Infobox. Aber am Ende von diesem Video habe ich unter den ganzen Screenshots auch einen Screenshot von ihrem Grundstück von Twitter mit eingefügt, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Ich finde das total aufregend. Irgendwie, ich habe diese Welt gebaut und ihr habt sie im Spiel und jetzt gibt es auf einmal Leute, die was damit machen. Das ist super aufregend. Und ja, es ist hier eine Strandbäckerei und deshalb sollte es auch möglichst tropisch aussehen. Also haben wir hier ganz viele bunte Farben und ja, Hasi hatte auch die Idee, draußen die Stühle in Mahagoniholz zu machen, weil das eben auch dann tropisch ist. Und ja, da sind wir hier dabei. Wir haben später auch eine Terrasse draußen und ja. Es war irgendwie total cool, mal mit Leuten zusammenzubauen. Normalerweise mache ich das ja gar nicht, weil ich auch nicht streame. Aber das war irgendwie ganz entspannt, so mit den Leuten zu reden und währenddessen zu bauen. Wäre mein Internet gut genug, würde ich vielleicht auch mal richtig streamen mit euch im Publikum. Aber ich glaube, das wäre sehr, sehr laggy, wenn ich das machen würde. Wobei, ich glaube, im Skype-Gespräch ging es, oder? Problemlos. Es hat zweimal ein bisschen gehapert, aber nicht wirklich dramatisch, nein. Es war auf jeden Fall ganz interessant. So, ich war eigentlich nur so im Hintergrund am Bauen, weil ich normalerweise auch so, wenn ich mit Leuten telefoniere oder so, ich baue dabei ganz gerne in Sims. Und ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, was ich da mache. Und dann habe ich danach gefragt, wollt ihr weiter das Café sehen oder lieber mein Gesicht? Aber nein, nein, wir wollen lieber das Café sehen als dein Gesicht. Und ich dachte mir, okay. Kann man natürlich auch falsch verstehen. Zusammenhang. War aber natürlich nicht so gemeint. Klar. Nee, ich habe das natürlich auch nicht böse genommen oder so. Und dann wurde es ganz schnell zu diesem, nee, mach die Couch, mach die so, mach den Teppich anders. Und es war ganz lustig. Und hier haben wir jetzt unsere Sofa-Ecke, die so ein bisschen angelehnt ist an Friends. Es hat eher mit der Idee angefangen. Es ist nicht wirklich genau nachgestaltet davon. Und das alles, was ihr hier seht, habe ich tatsächlich ein zweites Mal eingerichtet, weil, erinnerst du dich daran am Ende, als mein Spiel so gestockt hat vom Skype-Gespräch? Ja. Das war alles weg. Ich habe es alles nochmal eingerichtet. Ja. Es war schön. Also so ab dem Punkt, dass das alles war, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, dann eben mit der Erinnerung, wie ich das im Skype-Gespräch eingerichtet hatte. Mhm. Weil ich musste es alles nochmal machen. Ja? Ich sehe nur, dass du sehr viel schneller den Stuhl schon in die richtige Farbe gebracht hast, als eben beim ersten Mal. Deshalb habe ich das jetzt auch gerade ohne
das Vorwissen gemerkt, dass da irgendwie was anders gelaufen ist, aber ja, das nur so am Rande. Das ist auch wirklich so. Also so ehrlich, also so ärgerlich das ist, wenn das Spiel abstürzt und irgendwas weg ist, das zweite Mal einrichten, wenn man schon weiß, was man machen will. Das geht halt einfach so viel schneller und ist für ein Hausbauvideo auch eigentlich gar nicht so furchtbar schlecht, weil man es halt dafür weniger schneiden muss. Also halt bei den Sachen, die ich in Echtzeit baue und auch zum ersten Mal baue, da brauche ich immer viel, viel länger zum Schneiden, wo ich dann einfach Sachen rausschneide, die ich nicht behalte und so. Und die grüne Couch, beziehungsweise türkise Couch, ist die Couch, die sich Hasi für ihn und Monika ausgesucht hat. Also, ja. Ich glaube, wirklich in Friends ist es so eine braune Couch oder so eine orange-braune Couch, ne? So ein Dreisitzer. Ja. Im Central Park, ja. Und, ja, die Bäckerei ist im Moment noch ohne Besitzer. Es ist ja in den Sims so, dass bei der Bäckerei, und die Bäckerei ist im Übrigen ein Store-Set, also ja, wenn ihr das Store-Set mit der Bäckerei nicht habt, habt ihr das Grundstück hier ohne die spezifischen Bäckerei-Objekte, also ohne die den Ofen und ohne die Regale dafür. Da sind eben jetzt automatisch noch keine Backwaren da, aber ich habe vor, in nächster Zeit auch eine Familie zu erstellen, die dann die Bäckerei eben führt und die kann dann natürlich auch Sachen dafür backen, dass eure Sims dann hier auch was zu kaufen haben. Und ja, hier, das ist auch immer mehr die Ecke, wie sie dann später aussieht. Also hier sollte es eben gemütlich zusammengewürfelt, aber auch so ein bisschen tropisch aussehen. Das war so der insgesamte Stil. Und ich fand es ganz interessant. Also ich habe ganz viele Sachen gemacht auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich alleine gewesen wäre. Also ich hätte zum Beispiel diese Bank nicht unbedingt pink eingefärbt. Das war, glaube ich, deine Idee, ne? Ja, war meine Idee. Und dann war es manchmal auch so, nein, hängt da ein Bild hin, wo ein Strand zu sehen ist. Und dann habe ich überlegt, so, wo ist ein Bild, wo ein Strand zu sehen ist? Und habe dann ganz andere Sachen verwendet, die ich sonst verwenden würde. Das war echt cool. Und ja. Hier haben wir noch ein bisschen Blau und Farbe mit reingebracht. Ich hoffe, dass die Sims das auch alles gut benutzen können, weil ja, manchmal sind Plätze auch ein bisschen eng, dass das nicht durchkommt. Und hier haben wir die Terrasse, die sozusagen den größeren Essbereich vom Café enthält. Und wir haben am Ende eine Palme in der Mitte und ganz viele bunte Stühle. Da wurde ich auch sehr viel dirigiert. Nein, mach den Stuhl so, mach den Stuhl so. Das war eigentlich ganz cool. Und ja. Bist du erstaunt, was man in Sims alles machen kann, Asi? Ich bin sprachlos. Entschuldigung. Kein Ding. Ich bin aber gerade auch ein bisschen verwundert, mit welcher Präzision du genau die richtigen Objekte wiederfindest. Ja. Beim Schneiden. wenn man so viel Zeit da drin verbringt, ist es halt irgendwie, muss man nicht lange suchen. Wobei, ich habe ja jetzt vor kurzem erst wieder mit Sims 3 angefangen und es hat so ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder im Spiel zurechtgefunden habe, weil man halt so viele Sachen zur Auswahl hat, wenn man mit mehreren Erweiterungen startet, was bei mir so war. Aber ich habe irgendwie, also bei Sims 4 gibt es so einen Zähler, wie viele Stunden man in diesem Spiel schon verbracht hat und das ist abartig bei mir, wie viele, also weit über 1000. Also von daher, irgendwann findet man sich zurecht. Genau, und hier habe ich so ein bisschen aus der Erinnerung versucht, das noch zu erinnern, welchen Stuhl wir in welcher Farbe hatten. Weil das echt, das war dann doch so ein bisschen schwammig im Kopf. Ja. Und ich bin so froh, ich habe es vorgestern gemacht. Ja. Weil ich hatte ursprünglich vor, es gestern zu machen. Und gestern kam aus dem Nichts bei mir die Monstermigräne des Jahrhunderts. Ich dachte, ich sterbe. Und dann wäre es, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig rausgekommen, das Ausbauvideo. Das war gestern ein bisschen sehr extrem. Und ja, ich habe Glück, dass ich so liebe Freunde habe, weil immer wenn ich Migräne habe, ist es bei mir irgendwie so ein bisschen so, Aufmerksamkeit. Und dann habe ich Hasi angeschrieben und hat gesagt, oh, du bist arm dran. Und dann ging es mir schon besser. Und dann habe ich Hanna angeschrieben und dann hat Hanna mir Essen vorbeigebracht und dann ging es mir nochmal besser. Und dachte ich so, guck mal, alles gut. Und dann haben wir hier bei der Bäckerei so einen kleinen überdachten Bereich. Das war ursprünglich, glaube ich, auch deine Idee mal, da so wie so eine Plane drüber zu spannen.
Die Ecke war meine Idee. Ja. Die Ecke war meine Idee, die Überdachung war deine. Genau. Und ich finde es irgendwie ganz schade, dass wir sowas nicht haben, so wirklich als Plane. Ich glaube, wir haben sowas Ähnliches in dem Store-Set vom Zirkus. Das habe ich aber nicht, weil wie häufig würde ich irgendwie dazu kommen, das zu benutzen? Wahrscheinlich nicht so oft, aber wir haben dann am Ende diese kleine Überdachung mit den Pflanzen, die, glaube ich, auch ganz gut funktioniert in der Ecke. Und ja, hier einen kleinen Brunnen und die Laterne noch dabei. Und ja, ich habe auch erst wollte ich diese Fenster auch nochmal anders machen, also die dieses grüne Holz vorne haben. Wenn man die Fenster erstmal platziert aus dem Spiel heraus, sind die direkt zu grün. Aber dann waren die Leute im Skype-Gespräch einstimmig dafür, das grün zu behalten. Und ich fand es auch ganz schön. Das fand ich ganz interessant zu diesem, ja, was für eine Farbe ist das? Lachsfarbene, rosafarbene außen am Haus. Und ja, und ich habe übrigens irgendwann auch die Decke eingefärbt, weil Hasi hatte mich gefragt, kann man auch die Decke einfärben? Und man kann es tatsächlich, aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt, während ich mit den Leuten geskypt habe. Aber später ging es dann. Und ja, Hasi hat auch gesagt, er möchte ein Haus haben auf dieser winzig kleinen Insel, die nur ein Grundstück hat, die man teilweise hier von diesem Grundstück aus sehen kann. Weil der Hasi-Kontinent hat ja keine Grundstücke. Ist ja nur eine unbewohnte Insel. Was möchtest du denn in deinem Haus haben in den Sims? Musst du mich jetzt so diskreditieren? der ursprüngliche Gedanke war der, ein Strandhaus zu bauen. Mit allen Annehmlichkeiten, die man eben für ein Strandhaus in so guter tropischer Lage braucht. Mhm. Dann hatte ich die Idee, dass wir gegebenenfalls noch so etwas wie einen Hobbykeller dort einrichten, bis du mich dann freundlicherweise darauf hingewiesen hast, dass dieser Hobbykeller wohl zulaufen würde, aber von der ja. würde, und das dementsprechend keine besonders gute Idee sei. Aber du kannst einen Hobbyspeicher haben, also halt statt unter dem Haus, über dem Haus. Nein, das brauche ich nicht. Dann wäre mir doch ein Pool lieber. Ein Pool? Ein kleiner Pool. Aber du lebst direkt am Meer. Ja, ein Infinity Pool, der direkt aufs Meer zeigt. Es geht darum, dass du dir dein Wasser erwärmen kannst. Aber es ist tropisch, es ist hier warm. Oder nicht? Oder bist du einfach so jemand, der sagt so, ich will wissen, was in meinem Wasser schwimmt und im Meer könnte ich das... Ja. Okay. Und hier diese kleine Nische, die ihr jetzt rechts seht, die ist einfach übrig geblieben vom Bau und da haben wir später Bücherregale reingestellt. Und Hasi hat beschlossen, das ist der Ort, wo Dumbledore die Bücher über Horcruxe aufbewahrt hat. Also wenn ihr euch jemals gefragt habt, wo die zu finden sind, das ist bei mir in der Welt. In dieser kleinen Nische in der Bäckerei. Da sind die Horcrux, da stellen wir sie rein. Da kann man sie nämlich vom Außen vom Fenster aus sehen. Und ja, nur das, falls ihr das irgendwie, falls ihr euch mal fragt, ich frage mich, wo Dumbledore die hingetan hat und ich würde die gerne finden, dann könnt ihr das Grundstück runterladen und könnt euch, ja... Könnt ihr trotzdem nicht dran, weil dies ist zugemauert, aber ihr wisst zumindest, wo sie sind. Und hier die Küche oder den Verkaufsraum hier, den habe ich zwar platziert, den habe ich aber nicht eingefärbt im Video, weil das auch toll der Aufnahme war, der dann verloren war. Aber ich fand es hier mal ganz interessant, das in diesem tropischen Stil zu machen, weil normalerweise sind Bäckereien, glaube ich, sehr in so ganz, ja, ich sag mal süßen Farben eingerichtet, also häufig hat man auch rosa und so weiter mit dabei, einfach weil das Store-Set das schon so ein bisschen vorgibt von den Farben. Und hier haben wir es jetzt mal ganz anders, also wirklich mit dieser quietschgrünen Auslage von Teilchen oder was auch immer man hier kaufen kann und dann dieser gelben Theke mit der grünen Oberfläche. Ja, das war mal ganz anders und das fand ich hier ganz interessant. Und hier, das sind jeweils einfach die Regale, wo die Sims dann ihre Teilchen und Brote und Kuchen und so weiter reinstellen können, die anderen Sims dann kaufen können. Und ja. Und wir haben hier einen Papagei reingehängt, warum auch immer, damit es tropischer aussieht. Direkt über der Obstschale, die ich auch reinstellen sollte, damit es eine tropische Bäckerei ist. Weil das braucht natürlich die Ananas, dass man erkennt, das ist ein tropisches Grundstück. Und hier, das ist generell jetzt in Teilen, hast du noch gar nicht gesehen, weil ich den erst später noch eingerichtet habe. Also wir haben hier einfach noch so eine kleine Sitzecke im Eingang und ja,
Hier die Regale werden noch eingefärbt. Und ja, ich muss mal schauen, was als nächstes kommt in der Welt. Ich habe einfach im Moment auch so viel an Uni-Sachen zu tun. Aber wir schauen mal. Sims 3 zu bauen dauert auch einfach so viel länger als Sims 4 zu bauen. Weil man die Sachen einfärben kann. Weil jetzt hier, was du jetzt im Moment siehst mit den verschiedenen Mustern, die man auswählen kann und den verschiedenen Farben, die man auswählen kann, das gibt es in Sims 4 gar nicht. Man hat nur verschiedene Farboptionen schon vorgegeben bei den Möbeln und dann kann man sich einfach das aussuchen, was es schon gibt, aber man kann es nicht selbst sozusagen nach Belieben einfärben. Was viele Leute gewundert hat, weil Sims 4 jetzt sozusagen eine spätere Version von den Sims ist und man eigentlich dachte, man macht nur Schritte nach vorne, aber nicht zurück, sozusagen, bei dem Spiel. Und dann hatte man auf einmal Features nicht mehr, die man vorher hatte, die immer noch vermisst werden von Leuten, zum Beispiel von mir. Und ja, hier haben wir noch so ein bisschen mehr an Sitzmöglichkeiten, einfach wo die Sims dann auch ja, Kaffee trinken können oder Kuchen essen können. Das ist in den Sims 3 nicht so einfach bei den Bäckereien, dass die Sims dann auch mal sich zusammen hinsetzen und so, aber man kann zumindest so tun, als ob. Und noch ein paar Teppiche. Und dann sind wir mit der Inneneinrichtung hiervon auch schon größtenteils fertig. Dann gestalten wir noch den Außenbereich ein bisschen und dann kommen wir schon in die Screenshots. Und ich glaube, es war auch deine Idee, hier Teppiche hinzulegen, meine ich, oder? Ich glaube schon. Ich meine, du hast mir das gesagt. Ich hatte zwar andere Teppiche ursprünglich vor Augen, aber die Idee hat mir relativ gut gefallen. Einfach auch, um ein bisschen mehr Lockerheit noch reinzubringen. Mhm. Auch, wenn das wahrscheinlich nicht der richtige Begriff ist. Ja, es sollte einfach gemütlich werden hier drin auch. Ja. Ich finde auch, es sieht teilweise eher so ein bisschen aus wie jemandes Wohnzimmer. Und das ist ja eigentlich bei Friends im Central Perk auch so, dass es gar nicht so kaffeemäßig aussieht, so die Sofaecke, sondern halt wirklich eher wie ein Wohnzimmer. Und ich glaube auch, das ist so das, was es auch so cool macht vielleicht für die Friends-Freunde. Und ja, hier haben wir noch eine Bank, einfach weil wir der Platz hatten und halt, warum nicht. Und diese blöde Kerze ließ ich einfach nicht umfärben. Ich weiß nicht warum. Und dann dachte ich mir, ach, so schlimm ist das Rot auch nicht. Ich lasse es so. Und ja, ich habe hier, während ich das gebaut habe, jetzt ein neues Hörbuch angefangen. Und zwar von Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Kennst du das, das Buch? Ja. Ich habe damit jetzt angefangen. Ich fand es ganz interessant. Ich musste von Daniel Kehlmann Ruhm in der Schule im Deutsch-LK lesen und dachte mir, ich würde danach niemals wieder freiwillig irgendwas von Daniel Kehlmann anfassen. Aber jetzt bin ich wieder dran. Und ja, und es war ganz interessant, weil als ich das gebaut habe, ist Alexander von Humboldt gerade auch in den Tropen irgendwo unterwegs. Und das hat natürlich sehr gepasst, während ich hier das gebaut habe. Und ja, wir hier noch ein paar Blumen drumherum platziert, damit es auch schön in die Landschaft mit einblendet und Bananenpflanzen. Wie heißen die? Bananenstauden. Dafür ist die Welt ja bekannt. Ich hatte ganz lange auf diesem Grundstück, oder nicht auf diesem Grundstück, aber in dieser Welt so eine einzelne fliegende Bananenstaude, die einfach so mitten in der Luft hing, die ich nicht mehr losgeworden bin. Inzwischen ist sie weg, aber es wurde so ein bisschen zum Gespenst, also so zum fliegenden Spaghetti-Monster der Insel sozusagen. Das war die fliegende Bananenstaude. Und ja, das Video selbst kommt jetzt gerade zum Ende. Dafür habe ich die Decke ein. Das ist zwar so eine komische Lücke, aber ja. Und wir sind in den Screenshots, da siehst du auch mal die Welt drumherum so ein bisschen. Und das ist das Café von vorne, auch mit dem Sim, mit dem ich da die Screenshots gemacht habe auf dem Grundstück. Das ist Frau Lavender. Hier haben wir den Verkaufsraum, so. Und ich finde es ein bisschen schade, dass noch alle Regale so leer sind, aber ich hatte auch nicht die Geduld, alle Sachen zu backen mit einem Sim, nur für die Screenshots. Hier haben wir den Blick nach draußen von der Friends-Ecke aus mit, ja, einfach dem Sitzbereich hier. Und mir gefällt auch dieser blaue Spiegel an der Wand irgendwie. Es ist alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Bilder in den Sims 3. Ich finde dieses Bild von der Frau da an der Wand so ein bisschen so. Ich hätte es nicht genommen, wenn ich ein besseres Bild hätte irgendwie. Ja? Es passt nicht unbedingt perfekt da rein. Auch es fügt sich, es sieht gut aus. Aber ich persönlich hätte auch eher irgendetwas genommen, das gegebenenfalls das Thema Meer oder Ozean mehr zum Thema gehabt hätte. Ja. Ist das der Asien-Kontinent? Nein, den siehst du als ganz letztes. Ach so. Das ist sozusagen die Endcard.
Von dem. Aber ich habe dir, glaube ich, den Hasi-Kontinent auch schon mal gezeigt, wenn ich mich nicht so. Hast du. Irre. Und hier seht ihr mal kurz den Screenshot von Steffi, von den Sachen, die sie gebaut hat. Ich bin total gespannt auf ihr Hausbauvideo, was sie damit gemacht hat. Ich finde, das sieht großartig aus, was sie gemacht hat. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Sag ciao! Tschüss!